Okay, willkommen zu TTT auf der Ocarina of Time. Wer macht's jetzt besser? Mach richtig, Hockey. Du warst aufgeregt. Wow! Was soll ich machen? Willkommen zu TTT mit den Leuten vom letzten Mal auf der Kakariko Map. Tatsächlich sind wir die Leute vom letzten Mal. Hey, Hockey. Letzte Runde ist 2 Minuten her. Hi. Das ist gar nicht wahr, das war letztes Mal. Das ist genau die Map, die ich vorhin angekündigt habe. Der Song der Map hat mich gerade, ich dachte gerade, es klingelt an meiner Tür. Ah. Okay, geht, oder? Vielleicht klingelt es auch an deiner Tür. Das war stressig. Mich und erinnert der Song Tracker noch klingelt. Wir sind ja jetzt entspannt in der 4. Folge, ne? Der 100. Staffel. Entspannt. Hockey. Möchtest du dich nicht mal vorstellen? Ich bin neu hier. Wer bist du? Was machst du eigentlich? Was sind deine Hobbys? Du wirst doch jetzt hier keine Kennenlernrunde machen, oder? Hey, hey! Doch. No more explosions. Wieso bist du Skatsu? Ja. Oh, der Random hat kann doch was. Dann haben wir diese Random Effekte. Gegen oh, hast du auch einen Random Effekt gemacht? Ich hab eine AK4. Ach, macht das der Detective? War das meine? Warte mal, was? Ich glaube, das war meine. Oh, das fucking Mühlenrad hat mir Schaden gemacht. AK war nicht eine Detective, Traitor-Waffe. AK oder? Ist eine Tablette, die braucht. Hä, warte mal, Morgi hat mich infiziert, oder? Morgi hat mich infiziert, Leute. Es war schön mit euch. Ricky, das war straight das hat super wenig Schaden. Warum hast du auf mich geschossen? Ich hab das Gefühl, ich werde das einfach die überleben. Morgi, ich werde die gesamte Runde erleben. Doch, wir haben schon alle 10 gemacht, Sekunden Ricky. 3 Schaden oder so. Hey, ich hab die gerade eben gemacht, ja. Hallo, ihr könnt Morgi umbringen. Ja, ich finde ihn halt gerade nicht. Was soll ich machen? Ich sag ja nur. Hey, du hast auf mich geschossen. Oh, ich dachte vor dem ersten Moment, ich hab oh, nein. Oh nein, hör auf zu schießen, bitte. Morgi, hör doch bitte auf zu schießen. Ich muss nachladen. Ich bin auch infiziert. Warum bin ich infiziert? Dieser dreckige so Mann. Dumm. Ich bin infiziert. Naja. Wo warst du, Morgi, dass du mich infiziert hast? Hast halt nicht aufgepasst, ne? Boah, war ich froh, dass du gerade um die Ecke kamst. Sobald jemand sind die Waffe immer so viel schwächer, als ich dachte? Sobald wir infiziert sind, können wir übrigens davon ausgehen, dass es Morgi ist. Ja. Wollte ich nur mal anmerken. Hockey. Ja, ich bin infiziert. Hör mir zu, Hockey. Du bist infiziert, also kannst du kein Traitor sein, ne? Ja. Hast du Morgi umgebracht? Dann solltest du Johnny umbringen und dann gewinnst du mein Vertrauen. Ich bin doch der Erste, der infiziert war. Du hast deine eigene Logik gegen dich verwendet. Warte mal, dann töte Hockey. Hockey ist hier. Hockey hat eine Melonenkanone. Hockey! Denk mal, ich töte Hockey. Fully, oder? Ah, ich hatte kaum noch Leben. Morgi, warum kann ich infiziert werden? Keine Ahnung. Was war das? Ach, so ein Scheiß. Ja, das ist halt ein Virus, ne? Kann man nicht kontrollieren. Halt, oh, nein, ich dachte, ich vertrauen? Ich hatte so wenig Kaffee. Crowbar-Only-Runde. Crowbar-Only. Ist das so, okay. Ja? Okay. Crowbar-Only. Crowbar-Only. Und jetzt Traitor ist Futter sauer. No items, final destination. Ricky hat nicht mal mitgespielt letzte Runde. Ich war auf Klo. Er hat mich angeschossen. Rickys Folge geht 3 Minuten kürzer. Wie, Ricky hat dich angeschossen? Er hat mich angeschossen. Er war nicht da? Wir werden in der Vorbereitungsrunde. Ja, du hast es. Ich komm wieder vom Pinkeln und plötzlich so, ja, aber schießt du auf mich? Und ich so, in Aufnahme nix, ich gar nicht. Ich hab dich ausgeschossen. Wir haben die Grüße gemacht. Dann weiß ich wirklich nicht, wer von irgendwo geschossen hat. Ich wurde angeschossen, als ich Ricky angeschaut habe. Okay, hat eine schöne Begrüßung gemacht, Ricky. Ja. Oh Mann, und ich hab's nicht aufgenommen. Peinlich. Man. Johnny, warum hast du so viel Schaden? Okay, Mann, jetzt bin ich extra aufgestanden. Okay, mach mal. Soll ich nochmal eine Grüße machen, nur für dich? Ja, Wait. Mave, der Crowbar-Kid, der hat sich nicht gewehrt. Ey! Aber Mave hat auch nichts gesagt. Der war vielleicht auch... Oh! Hey, ich dachte... Hockey, was, du brennst! Vorsicht, du brennst! Was soll ich machen? Ich muss jetzt damit leben, oder? Warte. Besser? Ja, warte, wer war denn da vorne? Ich dachte, wir spielen nur Crowbar Only. Das war voll unfair, oder? Was ist gerade passiert? Ja, naja, die Traitor-Waffen dürfen ruhig benutzen. Ey, du musst jetzt als Detective auch mal was holen darf. Ja, das wäre dann halt super unfair. Fuck. der Schuss war auch noch so satt. Das hat mich überhaupt eingesetzt, weißt du, mit Melone oder so? Ja, was war das für eine Waffe? Das war ein Molotov. Außerdem, hi, hallo, willkommen. Ricky's Begrüßung. Yeah. Rocky, mach mal nochmal. Rocky, mach nochmal. Rocky hat dich aufgenommen. Wir brauchen noch eine. Okay. Hey, was geht? Wir spielen TTT mit den Leuten vom letzten Mal und jetzt auf der Kakariko-Map für die Ricky-Zuschauer. Gut, das war jetzt meine dritte Begrüßung oder so. Ich finde, der macht das professionell. Das war ja die 4. Folge, aber Hockey, möchtest du dich nicht vorstellen? Also er macht besser. Nein, ich will mir nicht vorstellen. Wie groß bist du denn? Öfters das. Was, wie groß ich bin? Hast du mich gefragt? Warum sollte man ausgehen auf ihren Kanal vorbeischauen? Ich geh dich einen Scheißdreck an. Warum sollte man ausgehen auf deinem Kanal vorbeischauen? Und kannst du? Stell mir doch mal die richtigen Fragen. Ja, komm, das ist ja hier gemuscht werden. Das ist so unangenehm. Kannst du mit deinem Personalausweis ein Spray hier hinmachen? All die anderen Kanäle da draußen. Ja.
Ich mache Gaming-Zeichentrick-Animationen. Hast du Moggy auch gefragt, ja, ob Marken 8 magst? Hat er von mir gelernt. Würdest du in der Ersatzbank Johnny ersetzen? Ich habe die Ersatzbank sogar beim Kochen angehört und ja, ich würde das sehr gerne tun. Ich würde die Ersatzbank dann aber auch beim Kochen. Moggy in der Ersatzbank. Johnny, du bist gefeuert. Nein, Fully. Tja, okay, Fully. Kann man übrigens nicht hochklettern. Darf ich entscheiden, wer gefeuert wird? Nein. Ja. Nein. Ich finde, Hocky soll entscheiden, wer gefeuert wird von den Jungs. Ja, dann ersetzt der Moggy. Sehr vorsichtig. Ich würde sagen, wir schmeißen Ricky aus der Ersatzbank. Endlich. Hocky, magst du vielleicht dein Spray, dein Personalausweis hier irgendwo hinsprayen? Oh, ich hab vergessen, neues Spray reinzumachen. Was ist jetzt falsch? Das war unangenehm. Ach. Guck, was ist drauf? Was ist das denn? Das bin ich, das bin ich. Warst du das, Ricky, oder oh was? Oh mein Gott! Das war ja einfach Sinn. Hocky! Achso, nein, das Bild bin ich, aber das andere war, Boah, ich lebe eventuell nicht. Was ist hier los? Ich werde nicht leben. Was ist eigentlich passiert gerade? Ich habe absolut keine Ahnung. Wo bist du, Moggy? Ich habe absolut keine Ahnung. Auf dem Weg zum Friedhof. Ist irgendjemand gestorben schon oder so? Ich sehe niemanden mehr. Ich verbringe gerade die Leiche vom Detective, er ist weg. Oh. Wie oft diesen Schuss habe ich denn? Aber ich habe Maeve geliebt. Ich weiß es nicht, er existiert nicht mehr. So. Moggy, wollen wir uns irgendwo treffen? Lass uns mal alle am Spawnpunkt in der Mitte, also auf dem Platz an deinem Baum treffen. Das wäre mega chillig. Ja, lass euch machen. Okay. Aber Moggy, du bist auch herzlich eingeladen. Ich gehe jetzt dahin. Ich bin auf dem Weg. Ich laufe und laufe. Wo gehen wir denn hin? Niemanden dort. Zum Baum in der Mitte. Ich stehe da schon. Baum in der Mitte. Warum nicht? Du kannst gerne einen anderen Spot nennen, wenn du willst. Nö, naja, ist ganz gut. Warte, was? Ich bin... Was? Oh, nee, warte mal, ist das wirklich so? Das muss mir jemand erklären. Moment, das ist wirklich passiert? Ich dachte, es wäre eine Fake-Leiche. Hä? Warum bist du gestorben? Ich habe kein Ding hier. Oh nein, ist das so schön. Warte mal, du bist der Traitor? Ja, natürlich bin ich der Traitor. Oh. Scheiße, Mann, was soll das? Hä? Oh. Warum bin ich am Prop-Disguiser gestorben? Nö, ich hab dich erschossen. Hast du mich gesehen? Ja. Aber da stand ich. Hab gesehen, wie du dich verwandelt hast und ich hab dich genau dann erschossen. Tschüss, Moggy. Jetzt muss ich halt Hocky finden. Tja. Das ist ein Problem. Ich hab ihn kurz gesehen, aber jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ja. Ich dachte, das du wärst mein Trader-Kollege, ehrlich gesagt. Ja, ich dachte, wir beide vereinbaren mit Moggy, dass wir zu diesem Treffen kommen, dann töten wir ihn. Ich hab kein einziges Mal auf Tabulator geschaut. Das wäre so ein cooles Teamwork gewesen. Ja, das habe ich Moggy erledigt. Und das war dein Partner. Das war alles Tabulator. Das war alles sehr unangenehm. Ja, nee, aber ehrlich, wo bist du? Gymnasium gelabert schon wieder hier. Gymnasium oder Gymnasium? Wie schreibt man das eigentlich? Gymnastik. Ah. Wo bist du, Fully? Komm, lass es beenden. Ja, komm. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin, Brennst du? Brennst Nein. du? Nein. Scheiße. Unangenehm. Ah. Sag mal, brennst du? Ja. Ja. Wo bist du denn eigentlich jetzt schon wieder? Komm, sag mal. Das macht's mir leichter, dich zu töten. Mann, ich will das jetzt hier nicht aufgeben. Komm runter. Nein, komm du doch mal runter. Komm mal runter, Fully. Komm du mal runter. Jetzt komm die Treppe hier runter. Das ist keine Traitor-Falle. Komm runter. geh mal durch den Tunnel vom Friedhof, Fully. Das ist keine Traitor-Falle, so. Nee, das ist keine, der Tunnel beim Friedhof. Aber geh mal durch. Im Tunnel beim Friedhof? Ja, die Brücke, der Weg halt da zum Friedhof rüber. Ach, scheiße. Da hat nämlich Chilis gelegt, nice, aber... Du hattest Hocky so auf dem Silbertablett, du so, lass uns in der Mitte treffen, hast dich keinen Meter bewegt. Ich wusste nicht, Hocky dass rennt er da so hin. Ist. Nein, aber warum hast du denn nicht geschossen? Du hast doch gesehen, wie er da unten läuft und so. Aber ich dachte, er wäre einfach nur lustig drauf und würde sagen, ja, ich mag Spaß, weil... Na gut, okay. Cool ist. Ja, aber ich dachte mir, nur die einfach reinlegen. Ich dachte mir, wenn man jemanden schon dahin lockt und da oben diese Sniper-Position hat, dann nutzt man das auch aus. Hat er mich gekillt? Ja. Da ist was dran. Ich bin Detective. Hocky hat halt nicht Tabulator gedrückt. Ich habe Tabulator leider nicht gedrückt. Das nächste Mal werde ich es tun, wenn ich Traitor bin. Warte mal, ist das hier der Traitor? Ja, ist es. Wo weißt du das? Ich sollte wieder gehen. Ja, Rick, ich bin Traitor. Johnny ist Traitor. Yep. Aber
Also ich stehe jetzt auf der Treppe, der Trader könnte mich jetzt töten. Aber er ist auf der Treppe. Kannst du. Okay. Okay, warte, ich aktiviere ihn. Ricky! Ich war's wirklich nicht! Ja, das hat gut geklappt. Er war's wirklich nicht. Also tötet ihn jetzt? Ach, ernsthaft nicht? Ich dachte, es hat irgendwas gebracht, dass ich mich jetzt selber kill. Hä? Wie lange brauche ich, bis ich hier sterbe? Verstehe ich gar nichts mehr. Hockey, wo bist du? Also komm. Ich bin noch nicht tot, ich bin unter der Treppe, ich sterbe halt gerade, aber ich... Oh, du warst wirklich drauf? Oh mein Gott. Ja gut, dann haben wir gewonnen, Fully. Ich dachte, das wäre ein guter Plan, Fully hat sie wieder gefunden. Sie verfolgen mich. Oh nein, Fully, habe ich für andere dahin gelegt, nicht für dich. Sie verfolgen mich. Nicht schon wieder. Warte mal, habe ich Hockey? Alle erledigt? Ja, du hast... Hockey, wusstest du, dass du nicht unter der Treppe bist, sondern in einem der Gräber? Wer war denn der Detective? Lol, echt? Wer war der Detective auf dem Gräber in dem Moment? Wer war denn der Detective auf dem Turm, den ich weggeschossen habe? Ich. Johnny. Okay. Ja, ich hab doch gesagt, erledigt. Oh Mann, das ist glaube ich eine Traitor-Falle, wo ich hier gerade hingehe. Oh, aber ich hätte Ricky von da oben snipen können. Deswegen. Oh, das habe ich leider gar nicht gehört. Ich war von Hockey abgelenkt, weil Hockey meinte, ja, ich bin hier auf der Falle drücken. Okay, Moggy, nimm sie dir. Ich war überrascht, wie die Pistole Moggy einfach one-shottet hat. Warte mal. Ich habe ihn einfach mit einer Pistole einen Headshot. Warst ja gar nicht bei mir. Ich dachte, du wolltest. Hä, warum ist denn deine Taschenlampe? Ich bin hinter dir, ich bin Detective. Wenn du die Taschenlampe anmachst, ist die auf dem Fußboden. Die ist Licht. Willst du eine Shotgun? Ja. Kriegst du aber nicht. Lass mal Johnny dafür töten, das ist so uncool. Fully will mich immer töten. Und mich ersetzen und alles. Was ist eigentlich passiert? Was habe ich dir getan? Ich weiß nicht. Die konnten sich ja nie leiden. Einfach so auf den Kniffel abgezogen, kann das sein? Ja. Ey! Ey, ich bin keine verdächtige Waffe verloren. Ich kann eh nichts mehr machen, okay? Warum kann er nicht mehr machen? Johnny ist handcuffed. Ja, oh, wenn man jemanden kafft. Wenn man jemanden kafft, sieht man, welche Waffen er hatte. Das ist ja so smart. Oh, das ist ja cool. Ey, Johnny. Ja, wo ist meine Waffe jetzt, Johnny? Ich kann nicht. Aua! Hört auf, ihn mit einer Brechstange zu schlagen. Das ist. Wer ist da reingegangen? Wo ist meine Waffe, Johnny? Das ist polizeiliche Gewalt! Ricky, hast du die aufgemacht, um auf YouTube zu schlagen? Ich kenne meine Rechte und ich werde das hier auf YouTube hochladen. 30 Sekunden sind vorbei, Johnny, alles gut. Ich wurde freigelassen. Hallo, Mensch, hat mich geschossen. Was ist los mit dir? Hallo, warum schießt er mich? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil er Traitor ist. Fully hat eine Feuerwaffe! Ey, jemand brennt! Aua, ich brenne. Ja, da brennen dahin ziemlich viele Leute. Ist das Fackelfest? Was? Warum? Wie hat Fully das gemacht? Fackelfest? Der ist doch innocent. Keine Sorge, ihr fackelt nicht lange. Kannst du bitte auch für mich umbringen? Morgen hast du eigentlich eine Waffe. Oh, okay. Hast du die Waffe gebracht? Das war jetzt ein anderer Traitor. Ricky, hier war das fucking Okay, du hast mich getötet, Fully. Warum tötest du mich immer einfach so? Du hattest einen Jared in der Hand. Nein, ich hatte eine Disco in der Hand. Oh. Eine gesamte Disco? Du warst trotzdem Traitor. Hast du Ricky? Hast du Hockey die Waffe geklaut? Ist okay, ja, ich hab Hockey die Waffe weggenommen. Oh. Und dann habe ich auf Ricky geschossen und dann wolltest du auf mich schießen. Ja, weil du eine Traitor-Waffe benutzt hast natürlich. Disco. Ja, aber ich habe ja erzählt, dass ich Hockey getötet habe oder was. Ja, das habe ich. Ich krieg nie was mit in der Runde. Tut mir leid, ich fahr mal meinen Tunnel. Bist du Johnny? Wie bitte? Nein, Johnny wäre das nicht. Wer redet da? Ach komm schon! Ich bin in einem Grab. Ich wurde getrappt in der Treppe. Also Ricky und Fully waren gerade hier in der Gegend. Grab mich aus! Ja, Moggy ist auch irgendwie. Ich dachte Moggy auch irgendwie. Das ist mein größter Albtraum. Ich bin lebendig begraben. Okay, Fully, so nah an mich ran. Wenn Fully nochmal so nah an mich rangeht, dann schieße ich ihn. Ich bin lebendig begraben. Okay, ich bin weg. Trigger Warning an alle, die Jungs, es war schön mit euch. Oh shit, alle tot, nur Ricky lebt. Identifizier sie. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Bin ich sicher? Ricky, identifizier sie. Irgendjemand muss sie nachschauen jetzt. Ich hab das von vorne beobachtet, ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Nein, Fully war Trader. Okay. Und auf wen hast du. Warte, also Johnny stirbt gleich oder ist schon. Und auf wen hast du so geschossen, Ricky? Ich hab auf Fully geschossen. Ey, bringt euch mal beide um, ich bin ein Detective. Einer von euch beiden muss es sein, Johnny ist tot. Wen wolltest du gerade wiederbeleben? Okay, nein. Ich hab, du hast einen Defibrillator ausgepackt, oder? Ja, aber das stand Invalid Target. Okay, das komisch. Ist komisch. Doof gelaufen. Der mir schon, dass Fully sehr verdächtig an mich rangeht für jemand, der innocent ist. Nein, das war komplett random von dir. Das ist der Beweis. Hey, was? Hier gibt's so einen Dann Wagen meinte ich, hey, wenn du noch zu nah an mich rankommst, dann schieße ich auf dich. Hörst du angefangen, auf mich zu schießen? Ja, ich hab mich bedroht gefühlt. Wieso kann man hier nicht auch? Okay, Johnny. Guck mal, da sind voll die schmackhaften Waffen. Johnny, kommt man da rein? Jo, was macht ihr denn hier? Weiß ich nicht. Wie krass war diese Disco denn? Was ist mit dem Disco-Combobulator? Dreh dich um und hör mir zu! Oh, Golden Deagle. Wieso muss ich mich dafür umdrehen? Achso, her damit. So, hier, du bekommst die Golden Deagle. Ich will dir...
Ich will die Hopfen. Ja, okay, nee, die liegt da, noch, die liegt da noch. Nehmen Sie die liegt da. Soll ich sie nehmen? Ja, nein, Johnny sollte Morgen, sie nehmen. Ja, Johnny, nimm sie doch. Hier ist keine. Da ist sie, ja, Junge, da. Liegt nein, die bei doch. Mir ist keine. Die liegt da. Hier. Ist sie doof? Morgen, da und da. Auch auf meinem Spray, ja. Jemand hat auf mich geschossen. Ja, okay. Hallo, aber schon wieder. Das ist ein Turret? Ich wollte dir eine Chance geben. Posifolio, nein! Was? Ich würde es eigentlich ganz angehen, wenn die da drüben ihr eigenes Abenteuer leben und wir unser. Wo seid ihr beiden denn? Unser Abenteuer. Ist recht spannend hier, Morgi. Nein. Komm her, Maeve. Du bist. Also, komm her. Maeve, komm mal her. Komm mal her, Maeve. Ja. Fuddy, lebst du noch? Nein, Fuddy wurde von einem Turret erwischt. Hast du die Golden Deagle noch? Das geht nicht. Johnny? Ist verdächtig, was du da machst, Maeve. Er ist ganz versteckt. Hey, ich check null, was abgeht. Wenn wir noch ein Bild machen. So, dann machen die da hinten ihren Kram und wir. Ey, ich bin alleine, alle anderen sind gestorben da drüben. Pass auf. Also, ich spiel fast. Woran sind warum sie alle gestorben? Da steht ein Turret rum. Deiner? Oh. Nein, meiner. Irgendjemand, ich weiß nicht, wer. Nein, bin ich nicht. Ich werde okay, nicht töten. Okay, schon wieder so verdächtig. Ich nicht. Okay, ach so. Ja, Morgi und ich waren. Sorry, Caps. Ja, schade. Sorry, Ricky. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, dich umzubringen, Ricky. Hattest du Erfolg, Johnny? Ich nein, auch nicht. Ich wäre dazu gekommen, aber ich kann es auch nicht. Ach, Mann, beim nächsten Mal schaffen ja, wir es. Aber ich habe ihn erwischt. Du hast mit okay, der Golden Deagle auf mich geschossen. Ja, oder? Ich habe dich auch aus der Ferne ach erwischt. So, aber warum kannst du Spaß nicht? Du hast mich gefragt, ob ich sie noch habe. Und genau in dem Moment habe ich auf dich geschossen. Ja, aber es war doch klar, dass ich es nicht bin, weil ich wurde ja auch von der Brandkammer zum Turret. Ich auch, wir haben mich beide leben lassen. Ich habe die anderen nicht gefunden. Ja, also, woran ist er denn gestorben? Ja, ich habe ihn am Ende getötet dann natürlich. Doch, doch schon, aber warum soll der Trader den platzieren, wenn ich da bin? Aber das war taktisch notwendig. Ja, aber hat er doch, du warst doch da. Der alte Ricky. Aber ich habe ihn nicht platziert. Was denn? Hä? Hallo? Aber das kann ich doch nicht wissen. Er stand ewig auf dem Tresen. Hockey läuft mit einem 16 rum, das ist ziemlich verdächtig. Er war ein Trader mit dir. Was? Warum hast du dann auf mich geschossen? Ich bin so verwirrt. Warte, seid ihr jetzt schon wieder im nächsten Drama? Ich glaube, ja. Die Wunder doch gerade angefangen. Okay, Ricky war scheinbar Traitor. Morgi hat aber irgendwie auf mich geschossen. Ich habe die Situation nicht verstanden und habe ihn erschossen. Gott. Aha. Da ist jemand aber frustriert mit diesem Outcome. Er war scheinbar komplett innocent. Darf ich dich dann erschießen, oder? Ich meine... Dürftest? Bist du ein Traitor? Nein. Ja, okay, ich glaube, Fully war innocent. Wieso redet keiner mehr? Maeve lebt noch, oder? Ich lebe noch. Wer ist gleich wieder? Okay. Ich war gerade mit Boris beschäftigt, deswegen habe ich nicht zugehört. Der fucking Goldgräber, genau. Du meinst mit Wallo. Moment, war Johnny jetzt der Grabräuber? Oh, was wirfst du da auf mich? Nein, das war nur Disco. Warum wirfst du eine Disco auf mich? Ja, sieht aus wie ein Partylöwe, oder was? Nicht mal, dass du... Komm, tanz für mich. Hätte ich gesagt, ja. Ich hab Fully umgebracht, aber er war illusin. Sehr nice. Bedauerlich. Das ist ja ein schlechter... ja. Ein schlechter Take hier. Mein Karma ist wieder ganz schön im Keller. Von mir aus kannst du mich umbringen, ich werde dich nicht angreifen. Ich will Fully erstmal haben. Du bist jetzt irgendwie Ricky oder Hockey wo, finden, wo und was ist da vorhin überhaupt passiert? Wieso ich? Okay, wenn Fully lacht, lebt er noch? Nein. Ich glaube ja. Ich hab dich doch umgebracht. Was ist denn hier jetzt passiert? Das war eine Disco. Aber in diesem Haus? Ja, hab ich reingeworfen. Ach so. Ah, also, weil hier die. Weil ich Fully davor gegangen habe. Okay. Hinter dir ist Hockey übrigens. Das ist ein schöner Weihnachtsbrauch. Und hier oben ist eine Taschenlampe gewesen. Darf ich Hockey umbringen eigentlich? Hockey? Weil der redet auch nicht. Der ist ziemlich sicher im Trader-Shop und so. Ja, Trader-Shop. Der hackt doch was aus. Der hätte eigentlich auch schon wieder den Zug gekauft, wenn er halt. Warum hast du die Leiche mitgenommen von Ricky? Was ist das? Hab ich nicht. Oh mein Gott. Er hat mich mit Feuer angeschossen. Tötet Hockey. Ja, tötet. Ich bin doch nur noch ich, May. Ja, tötet du Hockey. Das weißt du doch. Ah! Wo ist er denn? Ich weiß es nicht. Achso. Er ist noch hier. Hey, da sind zwei! Ach man, das war so schlecht. Let's go! Das war wirklich bad. Hau mich weg, Maeve, hau mich weg! Lauf doch nicht, lauf doch nicht! Ich hoffe, es klappt dir nicht. Sag mal, was hast denn du für einen Ping? Ich bin überhaupt nicht weggelaufen. Du hast auf mich geschossen, aber ich glaube, du wolltest auf Ricky schießen. Aber ich hab's falsch verstanden. Also, ich hab mich vielleicht minimal bewegt. Uli, wir wissen, was du tun hast. Ja. Ich dachte gerade, ich scheiß richtig rein, ey. Ich werde mir meinen Finger abschneiden, um zur Wiedergutmachung. War doch eine gute Runde. Ich bin Detective.
Alle sind King. Gerade Moggi, noch mal so Moggi, davon gekommen. Moggi, willst du zur Wiedergutmachung die Golden Deagle? Hätte ich gerne, ja. Okay. Ich Moment. Nein, Moggi bekommt sie. Okay. Hallo? Was? Das ist oh, hat Rick ihn erschossen! Rick ist innocent. Fucking links und rechts sind seit 4 Folgen vertauscht. Warum hat Rick den Detective verschossen? Meine Kopfhörer sind seit 4 Folgen vertauscht, deswegen höre ich die Schüsse immer aus der falschen Richtung. Oh mein Gott. Ey, was ist denn da passiert? Ey, warum sind da gerade ein Haufen Innocence-Kategorien? Was ist mit dir, Johnny? Nee, mit mir ist gar nichts. Johnny, bleib mal stehen. Ey, wieso habt ihr die einen Like-Kategorien? Johnny, bleib mal stehen, bitte. Hör auf, bitte. Ja, lass die Scheiße. Hä? Hab ich das schlechte Internet oder was ist hier los? Ja. Oh, diese ruhige, entspannte Musik. Ist ganz entspannt, ja. Also ich bin ja alleine mit den beiden Traitern, oder wie sieht's aus? Nein. Ah. Ich würde eine kurze Sache auch kurz klären. Moggi? Sieht das Schrumpf-Item aus? Oh mein Gott, Moggi, was machst du denn hier? Siehst du mich? Du bist unsichtbar, ja. Also nein! Siehst mich nicht! Danke für den... Ich habe eine Frage gestellt! War eine schwierige Frage. Ich merke schon. So, jetzt nur noch den Arm hocken. Oh, ey, der schießt auf mich! Au, der schießt auf mich! Oh, ich was ist das mit dem Skelett? Oh, oh, ich stell noch einen auf, dann töten wir uns alle gegenseitig. Oh, er auf mich! Auf mich! Was? Sag mir nicht, du bist gestorben. Nein. Okay, gut. Das hat viel Schaden gemacht. Okay, Hockey, wenn du noch ein bisschen ausharrst, wir bringen uns gerade gegenseitig um. Also. Ja, ich merke schon, das ist meine Taktik. Das ist nur ein Geduldsspiel. Aber der Turret bringt eigentlich gar nichts, das ist euch klar, oder? Naja, doch, der tötet uns. Ja, also so viel vielleicht. Er bringt dir viel. Aber wieso bringt du bist unsichtbar. Oh, das nervt. Hockey verstecken. Das nervt voll, dass du unsichtbar bist irgendwie. Ich bin nicht ganz unsichtbar. Ich muss fragen, hast du mal Ocarina of Time gespielt? Man kann meinen Namen lesen. Wer? Ich oder Maeve? Ne, du, Hockey? Ich hab Ocarina of Time gespielt bis zum zweiten Feuertempel, ja. Das okay, das heißt, du bist mit Kakariko nicht so gut vertraut. Oh, der Turn geht los. Geht schon. Ja, wir treffen uns bei der Grotto, wo der Redhead unten ist. Okay, können wir machen. Okay. Oh nee, Moggi, keine gute Idee. Du weißt, ich weiß, wo der ist. Wir bringen uns bei nein! Die dumme Leiter! Will der mich verarschen eigentlich? Ich hab grad gesagt, keine gute Idee. Die Leiter bringt uns doch um. Bedeutet, er ist tot? Nee, der lebt noch. Also, Maeve, wir beide machen das, oder wie? Oh, ich bin minimal angepisst. Ich bin schon so oft an dieser Leiter gestorben. Okay, Maeve, lass beim Brunnen treffen, oder? Okay, lass beim Brunnen treffen. Ja? Ja. Bist du da schon? Nein, ich kann nicht direkt hin. Aber ich bin so in der nicht. Nähe. Ja, weil ich ja Turrets aufgestellt habe, Moggi Turrets aufgestellt hat und der andere Weg eine Leiter wäre, die Moggi getötet hat. Also, die Optionen sind hier alle sehr kritisch. Ich will dir natürlich schon ein bisschen entgegenkommen gerade, oder? Auf der anderen Seite bin ich natürlich ganz allein und ja, du hast wahrscheinlich einen Haufen Turrets. Lass uns auf dem Friedhof treffen. Friedhof ist nicht so geil. Lass uns hier irgendwo. Na, Friedhof ist das Einzige. Friedhof ist das Beste, was ich machen kann. Ach, komm schon, ja gut, okay. Ja, ich lass mich drauf ein, ist in Ordnung. Wenn ich es hinbekomme, die Waffe aufzusammeln. Warte mal kurz. Wieso kann ich die nicht aufsammeln? Hä, wieso? Hier, okay. Oh, schlecht. Was denn? Ach, weiß nicht. Was denn? Wir sind jetzt beim Friedhof, oder? Wir treffen uns beim Friedhof. Ja, wir treffen uns beim Friedhof. Safe? Ja, ich bin beim Friedhof. Ja, okay. Ja, ich komme jetzt auch hin. Ich bin quasi jetzt da. Jetzt? Jetzt bin ich da. Und wo genau treffen? Oh, ich bin Johnny, ich muss tippen. Ich gehe nicht zum Friedhof, da ist ein Torrent, der mich abschießen will. Ich habe eine neue Tastatur. Hast du hier wirklich gesprayt, Moggi? Wieso ist das immer noch so laut? Den Torrent habe ich gesehen, da gehe ich nicht hin. Komm her, Hockey. Hast du was geworfen?
Nö. Würdest du lügen? Ah, du lügst. Du bist ein Lügner. Ich bin ein schlimmer Finger, bin ich. Jetzt muss ich meine eigene scheiß Torrent. Oh mein, ich mach doch hier gerade. Ich arbeite hier doch gerade. Das sehe ich. Aber nicht so, sind nicht so nicht gut in meinen Augen. Ja, warte, das ist nicht so einfach hier. So, jetzt. Woo! Warst du doch unsichtbar nochmal am Ende, oder wie? Ja. Alter. Aber man sieht die Schusswunden, oder? Ja, man sieht auch meinen Namen, glaube ich. Das kann man so irgendwie ausschalten, aber ich weiß nicht. Ja, wenn man drüber hat, sieht man den Namen, ja. Verzeihung, den Namen, den lassen wir mal schön an. Man kann, es gibt irgendwie so ein TTT-Menü, was man öffnen kann, dann kann jeder seinen Namen auch kurz ausschalten, glaube ich. Nee. Lass mal lieber nicht machen, denke ich. Aber ich weiß auch nicht, wo das ist, also von daher. Ricky, warum hast du auf mich geschossen? Friedhofrunde, alles im Friedhof. Morgen, ich hatte eine Abmachung. Sag mal, bist du ja nicht überhaupt Chefklapper gestellt? Weil ich Detective bin. Klapper gestellt. Okay, Klapper gestellt. Wenn die Autorität des Detectives missachtet, geht nicht auf den Friedhof. Ich komme. Okay, wer den Baseballschläger haben will, geht auf den Friedhof. Oh. Oh, hier ist Feuer. Das war unfair von euch. Ich missachte seine Autorität. Du meinst die Autorität? Oh, ich muss bei den coolen. Okay, wie wär's, wenn du Morgi umbringst mit der Golden Diegel? Ich will keine Golden Deagle, damit schieße ich nur auf den Innocent, dann sterbe ich selber. Wer ist denn der Text? Gib mir den normalen Revolver, John, und wir haben einen Deal. Okay, man. Warum? Johnny? Bring die Jungs dazu, dich wieder zu respektieren. Den behalte ich selber. Johnny, was war das, Hockey? Johnny, die Golden Deagle. Wir haben es gut gemeint. Sicher? Ja, entschuldige. Johnny, wie sieht's aus? Tu's, Hockey. Die hat der Herr Mikkel ihm gegeben. Tu's doch. Okay. Wo ist er denn? Ich weiß nicht, wo er ist. Wie? Komm doch her. Geht nicht auf den Friedhof, er gibt mir die Waffe nicht. Geh vom Friedhof zurück. Alter, nur meine Brust. Hockey. Ja, was denn? Okay, ja, ich mach's. Was war das? Easy. Warte mal, was? Hockey hat mich geschossen. Hallo, da hat er nicht. Ricky hat auf dich geschossen, oder? Hockey war Traitor. Okay, dann tut's mir leid, Ricky. Das ging mir zu schnell. Wer ist der andere? Ja, Maeve ist doch noch da, ne? Dann ist das wahrscheinlich. Hallo. Na, als ob du nicht, let's go. Ich habe mich doch die ganze Zeit hinter Johnny versteckt. Wie hast du mich getroffen? Deswegen habe ich so viel Schaden bekommen. Was soll man machen, wenn als Trader die Golden Deagle noch 5 Leben? Alles gut, Ziel wurde erreicht. Der Golden Deagle, du kannst auf einen anderen Trader schießen und einfach nichts damit machen. Aber Ricky, wie hast du denn gewusst, dass Hockey auf dich schießt? Er hat auf mich geschossen, ihr habt doch gesehen. Ja, aber er hat doch die Golden Deagle in der Sekunde benutzt. Ich hab doch gesehen. Wie hat Hockey mich überhaupt gekillt? Ich bin einfach nicht so schnell. Ich hab die Golden Deagle nicht benutzt. Ach so. Ja, das war ein Melon Launcher. Ja, okay. Nee, wenn ich die Golden Deagle benutze, dann sterbe ich ja selber, wenn ich ein Innocent. Ja. Und ich bin ein Traitor, so will ich nicht machen. Das Ding ist. Ja, das ergibt Sinn, das hatte ich auch entlarvt. Ja. Aber das war voll die unangenehme Situation für mich. Ja, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ja, das ist ja der Sinn davon, deswegen hätte ich dir in den Kopf geschossen, hättest du es nicht gemacht. Also, aber ich habe den Melon Launcher auf die Golden Deagle gehalten, glaube ich. Ja, das hat Fully auch übrigens. Er hat den Melon Launcher gesehen und hat gesagt: Was hast du da? Und ich so: Die Golden Deagle. Ja, unangenehm. Okay. Mach das nie wieder. Hey Johnny, was machst du da oben? Die. Ja, Leiter. Dich angucken, I guess. Okay. Darf ich gehen? Dann vertraue ich dir nicht so gehen. Sehr. Okay. Ich vertraue dir. Ich hätte gerne eine Waffe. Also, wenn du mich erschießt, dann würde ich sagen, alle sollten Johnny erschießen, aber sonst ist alles gut. Ich werde dich nicht Johnny erschießen. Hey, ganz ruhig. Wo ist der Brust, Moggy? Ich muss ihm auch gefallen. Hockey hat auf mich gezielt. Oder? Nein, ich schau mich nur um. Warte mal, wer hat jetzt die Treppe da vernichtet? Ich verletzt durch die Treppe. Ich hab zu dir geschaut, ich kann es nicht gemacht haben. Durch die Treppe? Aber nicht durch den. Ja, da könnte es gemacht haben. Wer rennt da rum? Wer ist denn das? Das nicht ist aufhalten. Also. Morgi hat also die Treppe aktiviert. Du kannst dich aufhalten? Ja. Ich bin nicht aktiviert. Kann ich die aufhalten? Bist du Traitor? Ja. Oh, sie haben pass Beweis. Auf. Detective und das ist ein Handcuffen. Mate, glaubt ihr nicht, die Lügen. Das ist kein Beweis. Ricky hat ja gesagt. Warum schießt du noch auf Ricky? Oh mein Gott. Ricky, ich hab gefragt, Ricky, bist du Traitor? Ja. Aber wir sind keine Traitor. Nee, er ist innocent. Aber wir sind keine Traitor. Läufst du durch die Strohballen durch wie ein Geist? Bist du deswegen der magische Hockey? Ich bin so magisch. Lass uns eine Runde gerade. Er hat gefragt, ich wollt's beweisen. Ich bin so verwirrt. Ricky, ja, lebt jetzt noch? Gesagt, dass du Traitor bist. Ich glaube, Morgi ist kein Traitor. Ich hänge jetzt Ricky hier vorne hin. Du sollst vielleicht bei Maeve umbringen, denn er hat gerade Ricky gekillt. Oh nein. Oh, er hat ihn getötet? Ja, aber ich für dich. Hat er doch gesagt. Oh, das ist doch der älteste Trick im Buch. Maeve, spring einfach runter. Der älteste Trick im Buch. Sag mal,
Du hast schon Rickys Leben auf dem. Ey, hör doch. Hier oben sind Chilis. Hier sind Chilis. Geh da weg. Ja, ja, ich hab sie gesehen. Alles gut. Tschüss, Ricky. Willst du nicht den Pulli machen? Will ich echt nicht. Das war so unangenehm. Ich wollte keine Chilis sehen. Oh, oh, da unten ist eine. Schon? Das kann ich dir versprechen. Ah! Ricky, Pulli ist so ein mieses Stück Scheiße, ne? Lass mich doch in Ruhe. Warum das? Er sagt, Ricky ist Traitor. Ich töte Ricky. Er guckt, dass er innocent ist und dann will er mich umbringen. Naja. Verfickte Chilis. Ich nehme mich mit. Wer ist denn jetzt sonst Traitor, ha? Huh? Wir gehen gemeinsam jetzt los. Oh Gott, hier geht's da runter. Komm auf jeden Fall nicht aus dem Arsch. Johnny, bist du Traitor? Maeve ist wieder ein Teekessel. Ich habe bisher noch gar nichts gemacht. Bist du der Traitor? Wo bist du? Hier. Ich hätte dich am Anfang schon umbringen können. Ich meine, fair. Aber du bist unfair. Irgendwer redet nicht. Ja, ich weiß nicht. Ist Moggy noch am Leben? Ich bin Moggy? Noch am Leben. Okay. Maeve? Ich weiß aber nicht, wenn ich vertrauen kann. Ich glaube, Maeve ist weg. Aber was soll das denn? Bist du Traitor? Nein! Wo seid ihr? Was ist denn mit Maeve passiert? Der redet nicht. Ah! Fully wird zum Anime-Charakter. Fully sagt doch, wo. Soll ich irgendwen umbringen? Siehst du jemanden? Ich meine, ich schieße einfach, wen du siehst, außer mich. Ja, aber wo? Moggy war hier oben. Hm. Jetzt sehe ich niemanden mehr. Das ist schlecht. Wo oben? Bei dem Hügeldings. Warte mal, da rennt jemand rum. Niemand hat geschossen? Hast du geschossen? Nein. Nein, nein, das war ich nicht. Da, Maeve macht Geräusche. Der lebt noch. Maeve? Lebst du? Oh mein... Oh mein Gott, dieser Maeve. Moggy? Dankeschön. Mein Gott, ich wusste die ganze Zeit nicht, wo Fully ist. Das ist auch Traitor. Auf dem Turm irgendwie. Wie bist du hochgekommen? Wie ist doch Fully da ganz hochgekommen? Jetpack. Oh, wie geflogen bist. Das Problem war nur, dass er dann aber auch sehr leicht mit der Rifle erwischt war. Und das ist wirklich der erste Schuss daneben gegangen. Da bin ich noch ein bisschen stinkig. Ich hab nichts gehört. Grrr, dieser stinkende Gestank. Ich bin sauer. Der stinkt. Die Sache stinkt. Okay. Das ist die letzte Runde. Rick und ich haben uns was geschworen. Die vorletzte Runde. warum schwört Ricky hier ständig die ganze Zeit was mit den anderen Leuten? Warum? Wir haben uns geschworen, dass wir Pulli sofort töten nächste Runde. Oh, ja, weil. Warte, wo habt ihr das gemacht? Straight im Chat oder nicht? Im Chat. Er war Traitor. Gut geleuchtet. Und er war Traitor. Wir verschwören uns mit allen. Ich habe mich mit Morgi schon gegen Pulli versprochen. Ich habe mich mit Maeve gegen Pulli versprochen. Ich verschwöre mich gegen alle Leute mit Pulli. Weil du uns beide umgebracht hast. Du hast dafür gesagt, wir beide sterben. Alter, da war richtig Hass in der Nacht. Ziehen dir an, wie er uns gegenseitig. Beide umgebracht. Wie er uns gegenseitig ausgespielt hatte. Geht das? Was ist das? Hä? Was? Hä? Ich dachte, das macht so ein Regenbogen. Ich dachte gerade, du hast den Vogel in der Hand oder so. Du musst damit Regenbogen. Du musst damit irgendwo hinschießen und dann kommt der Beam von oben. Ricky! Okay. Ricky! Ja. Ich dachte, ich meine, ich hab dich im Maeve umgebracht, weil ihr Traitor wart, oder nicht? Das ist ein Regenbogen. Ich meine, ja, ich wusste, dass das so geht, aber irgendwie Detective. Kam der so spät. Ich wurde vorher erschossen, aber bevor der kam. Wart ihr nicht verdächtig oder nein. so? Nein! Oh. Ich hab nur random gesagt, ich bin Traitor. Das auf einmal. Das mit verdächtig so ja, ich war, so eine okay, Karma-Sache. Okay, to be fair, du hast gesagt, ich immer. Bin... ja, ich meine, wenn Ricky sagt, ich bin Traitor, dann... Der sollte man das vielleicht nicht glauben, weil ich bestimmt nicht sagen würde, dass ich Traitor bin, wenn ich Traitor bin. Eigentlich nicht. Das wenn das umgekehrte Psychologie ist? Fully ist schon wieder Detective, das ist so scheiße. Ich hab Hauptschule, ich bin froh, dass ich weiß, wie ich mit Schnürsenkel binde. Ricky, aber du bist du nicht, tu jetzt mal nicht so. Nicht zu den Schuhen. Du bist smarter, als du denkst. Dann pass auf und hör gut zu. Das betöne ich jeden. What up? Ey! Herr Detective, das war sehr fahrlässig. Ja, was ist gerade passiert? Herr Detective hat Ricky umgebracht. Es war eine Vendetta, okay? Herr Detective, habe ich die Erlaubnis, Moggy einen Kopfschuss zu verteilen? Ja, mach mal. Ich hab da Lust drauf. Oh mein Gott, what the fuck? Oh Gott! Johnny! Fully, du brennst. Ja, jetzt nicht mehr. Was war das? Was ist passiert? Maeve, bist du der Einzige, der noch da ist? Nee. Ich lebe auch noch. Sonst wäre die Runde vorbei. Okay. Weißt du, wer das hier gemacht hat? Ich weiß es nicht. Ah, Moggy Traitor. Moggy hat irgendwas gemacht. Okay. Johnny war also innocent, ne? Ne. Was hat der Moggy gemacht, dass er sich so geknallt hat? Er hat irgendwas geworfen oder so. Dann ist. Ricky hab ich umgebracht. Also muss es. Ja, Hockey ist noch da. Nein, ich bin's nicht. Hockey. Ich bin's nicht.
Nö, nö. Ja, beweise es. Ich bin innocent. Ich kann innocent rückwärts lesen. Mach mal. Ja, das ist nicht schwer. Ich hab's auf Deutsch. Ich hab's auf Deutsch gestellt. Ja, das also. Da war schon direkt falsch. TN? Mach mal. Du hast auf mich Ja. Oh, ja, shit. No scope. Ich Fully brennt schon wieder. Aua. Ich kann innocent rückwärts. Ricky, der Text, den kann man schon in der Runde lesen. Ey! Moment! Ey. Ricky, dass wir nie aufhören, okay, ja? Okay, jetzt letzte Runde. Okay, letzte Runde. Ricky, lass das, uns ist das die Bonusrunde oder ist das die wirklich letzte Runde? Oh, die Waffe haben wir nicht mehr, ne? Doch, die haben wir noch. Gibt's die noch? Oh, was? Okay. Die haben wir noch. Hast du den Trader Shop oder? Mensch, darf ich die Golden Deagle haben und jemanden erschießen? Wenn ich das nicht bin, dann darfst du das machen, ja. Nee, dann sterbe ich ja, wenn ich dich anschieße. Ich würde sagen, wenn du ihn ich würde sagen, wer Hockey nimmt die Waffe und schießt auf mich. Auf dich? Warte, wo bist du? Bist du das? Ich bin hier in der Mitte. Ich komme hier hinten. Ich bin hier in der Mitte. Ich hab das. Ricky is dangerous. Warum bist du so? Was? Du bist aber auch selten dämlich, Hockey. Dangerous. So, da bin ich am Drücker. Hast du daneben geschossen? Hey, was zum. Er hat daneben geschossen! Er war es, ich konnte nicht einfach auf Mann! Wie witzig. Okay. Whee. Ich hätte dich töten sollen, Ricky. Ja. Bonusrunde? Du warst so schnell. Du hast es angekündigt, also müssen wir es jetzt machen. Du hast es wieder in die Toll. Toll, John. Ach, Mensch. Du müssen wieder Überstunden schießen. Ja, wir müssen länger machen. Diesmal darf sogar Hockey wirklich die Farbe. Das ist eine gute Merke. Ja. Ich will das aber gar nicht. Ja, diesmal darfst du Hockey. Das tu nicht immer so. Vor der Aufnahme sagst du mir. Ihr seid voll die unangenehmen Onkel und Tanten. Ist okay für dich. Okay, oh nein, der Jungspund hat sich mit den Älteren eingelassen. Ricky ist auf jeden Fall die, da, Hockey? Ricky ist auf jeden Fall die Tante. Nichts, was soll ich machen? Zurück an den Katzentisch, Hockey. Ja, zu Recht. Da haben wir bei Onkel und Tante müssen schon in den Kreppladen arbeiten. Ah, Hockey, das macht mir Angst. Gott, renn doch nicht mit einer Shotgun einfach auf mich Gibt's zu. Gibt's hier Türen irgendwo? Oh nein. Hier, Riechen Gold. Ich finde, wir sollten... Gibt's da wirklich nicht, oder? Ich hab den Doorbuster gekauft. Oh mein Gott, da rollen Steine! Passt auf unten, passt auf! Okay, nee, alles gut. Was war das? Wir gehen jetzt alle in diese. Warte, irgendwo ist doch eine Tür. Hast du Waffen irgendwo für mich? Ist der Traitor bei mir in der Nähe. Boah, ich trau mich nicht hier runter zu gehen. Traust du dich? Ist bei Boris Hütte eine Tür? Wo ist die Leiter? Nee, ja, hier. Ich glaube, wir haben keine Tür auf der Map. Ich glaube, die Map hat echt keine Tür eingebaut. Wie kann man eigentlich schubsen? Mit Rechtsklick, mit der Crowbar. Nee, was soll dieser Yu-Gi-Oh! Ach, mit der Crowbar. Was ist das? Oh. Aber nicht viel. Ah ja, aber jetzt freue ich mich erst recht nicht, Ricky. So, wer findet das Hyrule Shield? Ich traue Hockey übrigens nicht, der mit der Crowbar die ganze Zeit unterwegs ist. Oh ja, stimmt. Okay, weil ich dich schubse. Ich kann nicht sehen. Ich kann auch gerne meine Shotgun auspacken. Fully. Was ist bei Maeve und Ricky passiert? Ich sag mal so, wir haben versucht, die Leiter gleichzeitig Was ist denn los, Fully? Wann seid ihr beide verreckt? Nein, nicht beide. Oh, nur Ricky. Warum ist Fully verletzt? Oh, aber ich kann ihn auch nicht, ich kann ihn nicht confirmen, weil. Jemand hat die Traitor-Falle gerade gemacht. Weil ich mich nicht runtertraue. Ja, Hockey. Ich hab nicht. Okay. Hab confirmed. Es war Fully. Bitte bring ich mich. Ah, oh, Gott sei Dank. Wenn ich gleich tot bin, war's May. Ich versteck sie so, da oben beim Friedhof ist jemand. Wenn ich gleich tot bin, war's May. Ich glaube, das ist Johnny. Nein, das ist Maeve. Oh, es ist Maeve. Er hat eine Traitor-Waffe. Maeve lebt noch. Hui, der war ja gerade ein bisschen kritisch hier oben. Scheiße, wo ist Moggy? Wer ist Moggy? Moggy? Ja. Du anscheinend. Gott! Yeah. No way! Och Mann, ich hätte Maeve doch haben können. Diese scheiß Crossbow, die kann halt One-Hit. Ist die Galil gut? Kann man den schubsen? Ich Galil glaube, ist super gut. Oh Mann, ich hab dich mit der Galil nicht umgebracht. Und das. Okay, Hockey. Zum nächsten Mal. Muss ich wieder. Okay, das nächste Mal spielen wir irgendeine andere Map. Ciao, tschüss, mit denselben Leuten, tschüss. Okay, reicht weißt das du, so? Weißt du, mit denselben Leuten was ist, wenn wir jemanden rauswerfen oder jemand kommt dazu? Du kannst nicht zum Beispiel anfangen, die Zuschauer zu belügen. Eigentlich ist man zu jeder Zeit immer ein neuer Mensch. Also sind es immer dieselben Leute. Also man ist immer im Zugzwang. Oh, die Zugmap. Thank you.